Dieses Buch ist ein Geschenk von Geschichten von 190 Leuten zu unserem Geburtstag der Wohngemeinschaft in Kreuzberg vor ein paar Jahren. Und eines dieser Geschenke ist eine Geschichte, die überschrieben ist: Sucht kommt nicht von Suchen. Sagen wir, mein Name ist Hans. Im Rahmen meines Zivildienstes bin ich nach Berlin gekommen und habe während dieser Zeit Christian als geistlichen Begleiter gehabt. Mit ihm und Ralf Klein zusammen konnte ich gemeinsam meine Arbeit und mein Leben auf der Basis der ignatianischen Spiritualität analysieren und reflektieren. Ich kam mit viel Überheblichkeit und Hochmut nach Berlin. Ich war mir sicher, dass ich nach diesem Jahr ins Priesterseminar oder den Orden eintreten würde und meine kleinen Eskapaden, die Schuldenmacherei, die Bordell- und Zwingerclubbesuche, das Fremdgehen in Beziehungen, so meinte ich jedenfalls, würde ich in diesem Jahr irgendwie in den Griff bekommen. Über meine wirklichen Bedürfnisse, meine Gefühle und wie es mir geht, konnte ich nichts sagen, spüren und oder geschweige denn mitteilen. Nachher wusste ich, eigentlich bin ich ein nach Liebe hungriges, seelisches Wrack. Heute stelle ich mich in den 12-Schritte-Meetings folgendermaßen vor: Mein Name ist Hans, ich bin sex- und arbeitssüchtig und Schuldenmacher. In dieser Vorstellung steckt eine Ehrlichkeit drin, die mich überlebenswichtig ist und in jedem Moment neu die Frage stellt: Ich weiß mittlerweile, dass Sucht nicht von Suche kommt, sondern von dem alten deutschen Wort siechen. Das heißt, meine Sucht kann zu einem langen und langsamen Ende führen, wenigstens finanziell, aber auch seelisch, geistig und körperlich. Ich kam also nach Berlin und führte eigentlich während der ganzen Zeit ein Doppelleben. Es schwankte andauernd zwischen Chorknabe und Hurenbock. Mit Christian geriet ich in dieser Zeit öfters aneinander, wusste er auch noch nichts von meiner Sucht, so war aber meine andauernde Abwesenheit bewusstseinsmäßig sicherlich wahrnehmbar. Ich dachte, bei jeder Beichte würde es schon besser werden. Irgendwie würde ich dies sicherlich in den Griff bekommen. Der Weg bis zum Eingeständnis meiner Machtlosigkeit war lang und weit, und es ist immer noch. Die Klarheit und Radikalität Christians hat die Seifenblase meines Doppellebens schwer angekratzt und des Öfteren leider nur fast zum Platzen gebracht. Der große Knall kam erst danach im Studium, kurz vor dem Vordiplom. Beim Telefonsex auf einer Hotline hatte ich Schulden in Höhe von mehr als 10.000 Mark fabriziert. Als Student, ohne geregeltes Einkommen wohlgemerkt. Von jetzt an war nichts mehr zu verheimlichen, in meiner Familie und gegenüber meiner Freundin. Irgendwann danach kam dann auch die Lebensbeichte bei Christian zustande. Es war der Tief, aber auch ein Wendepunkt. Jetzt erfuhr ich den ganzen Geist dieser konspirativen Wohngemeinschaft erst richtig. Jeder war hier willkommen mit seinem Menschsein in all seinen Facetten. Einzige Bedingung war, dass der andere jeweils auch so anzunehmen und zu akzeptieren war, wie er gerade war. In diesem Sinn ist dieser Ort in der Nauenstraße mit allen, denen ich dort begegnen durfte und darf: Christian, Franz, Biene, die Raffler, Ramon und, ein Ort der Menschwerdung für mich geworden. Hier habe ich gelernt, Respekt vor dem anderen zu haben und mich nicht leichtfertig und geringschätzig über irgendjemand lustig zu machen. Und dass Politik, Religion und Spiritualität untrennbar mit der Frage nach Gerechtigkeit und gerechten Verhältnissen verbunden ist. Heute bin ich doch Seelsorger. Aber sicherlich anders, als ich es ohne die Kreuzberger wäre.
Mein Verständnis wird treffend zusammengefasst in dem Satz des französischen Bischofs Jacques Guyot: Eine Kirche, die nicht dient, dient zu nichts. Dort im Stadtteil SO 36 in Kreuzberg hat, wie es im blauen Buch der anonymen Alkoholiker heißt, mein langer Weg zum glücklichen Ziel, ein Leben ohne den Nebel und die Abhängigkeit der Sucht begonnen, und es ist in jedem Moment neu eine Herausforderung im Alltag, mich nicht mit irgendwelchen Mitteln aus der Realität zu beamen. Unter Menschwerdung verstehe ich, dass jede und jeder selbstversöhnt leben lernt, ohne von irgendetwas abhängig zu sein. Dazu lohnt sich, wie Christian sagt, der Blick in den Himmel, nach den Symbolen, die unser Stadtbild und die Umgebung prägen, den Lauten und was weiß ich noch. Sie alle können uns beherrschen und krank machen. Und von ihnen will ich mich losmachen und nur noch Gott drauf vertrauen und seiner Liebe. Abschließend möchte ich noch einen Satz zitieren, den ich in der psychosomatischen Klinik Adula in Oberstdorf letztes Jahr gelesen habe und der mir zum Lebensmotto ward. Der ist von Richard Bevaux und hat ihn 1964 geschrieben. Wir sind hier, weil es letztlich kein Entrinnen vor uns selbst gibt. Solange der Mensch sich nicht selbst in den Augen und Herzen seiner Mitmenschen begegnet, ist er auf der Flucht. Solange er nicht zulässt, dass seine Mitmenschen an seinem Innersten teilhaben, gibt es für ihn keine Geborgenheit. Solange er sich fürchtet, durchschaut zu werden, kann er weder sich noch andere erkennen. Er wird alleine sein. Wo können wir solch einen Spiegel finden, wenn nicht in unserem Nächsten? Hier in der Gemeinschaft kann ein Mensch erst richtig klar über sich werden und sich nicht mehr als den Riesen seiner Träume oder den Zwerg seiner Ängste sehen, sondern als Mensch, der Teil eines Ganzen zu ihrem Wohl seinen Beitrag leistet. In solchem Boden können wir Wurzeln schlagen und wachsen. Nicht mehr alleine, wie im Tod, sondern lebendig als Mensch unter Menschen. In diesem Sinne danke, o Gott, für all die Menschen. Herzlichen Glückwunsch zum 25. Geburtstag. Geschrieben am 1. Mai 2004.